Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin Anne, ich bin Kindheitspädagogin und ich weiß, es ist schon sehr, sehr, sehr lange her, dass ich zuletzt ein Video gemacht habe. Ich glaube, gut ein Jahr. Und ja, dafür gab es Gründe. letzten Endes wollte ich mich einfach mal wieder ein bisschen mehr um mich kümmern. Ich habe gemerkt, dass mir die sozialen Medien, das wurde ganz schön viel und das tat mir nicht gut. Und wollte mich auch neu sortieren, mir überlegen, okay, was möchte ich eigentlich erzählen, worüber, was ist mir wichtig oder beziehungsweise möchte ich gerade gar nicht so viel erzählen, weil ich gerne eher mich mit mir selbst beschäftigen möchte und das einfach nur für mich. Und dann sind wir quasi schon direkt im Thema drin. Ich habe mich um mich gekümmert, ich habe ein bisschen Selbstfürsorge betrieben, also ein bisschen mehr als sonst und das war gut und deswegen möchte ich auch heute mit dir darüber reden, was quasi Selbstfürsorge überhaupt ist und ja, warum sie auch so wichtig ist und dass sie ja häufig sehr missverstanden wird und mit Egoismus gleichgesetzt wird. Ja, deswegen würde ich sagen, starten wir einfach erstmal damit zu gucken, was Selbstfürsorge eigentlich ist. Selbstfürsorge ist, also wird in der Psychologie bedeutet Selbstfürsorge, sich Zeit für Dinge zu nehmen, die einem wichtig sind und dem Einzelnen dabei helfen, gut zu leben, sowohl auf körperlicher und emotionaler Ebene, um seine Gesundheit zu verbessern. Und ja, das ist ein Thema, was einfach sehr aktuell ist, also schon immer aktuell war, aber jetzt, also A, bei vielen Menschen immer mehr ins Bewusstsein auch gerät. Dass sich, also wenn man auf sozialen Medien schaut, wird halt viel darüber gesprochen oder irgendwas gepostet oder sonstiges. Und immer mehr Menschen wird das auch bewusst, dass es wichtig ist, sich um sich selbst zu kümmern. Und auf der anderen Seite gibt es ja noch ganz viele Menschen, die das nicht machen oder sehr wenig machen. Und auch diese Menschen haben natürlich ihre Gründe. Und vor allem viele Frauen, bei vielen Frauen ist es so, dass es ihnen schwerfällt, sich um sich zu kümmern. Ja, sie haben häufig gelernt, vor Generationen und Hunderten von Jahren vielleicht auch schon, ja, erstmal sich um die anderen zu kümmern. Und das ist vielleicht auch egoistisch und es gehört sich nicht für eine Frau, dass man sich um sich kümmert und sich um sich sorgt und sich versorgt und umsorgt. Und aber ich habe das Gefühl, immer mehr machen sich dahingehend auf den Weg. Und ja, ich glaube, das hat auch ganz viel was mit dem Thema Nein sagen zu tun. Das können auch Frauen manchmal ein bisschen schwieriger als Männer. Ich glaube, da sind Frauen sehr verkopft und denken sich so, oh Gott, ich will jetzt hier jemanden kränken oder ja, die anderen sind auch wichtiger und Hauptsache, den anderen geht's gut. Ich kann ja gerne zurückstecken. Und da sind wir auch schon so ein bisschen bei diesem Thema, dass Selbstfürsorge so ein bisschen das Gegenteil davon ist, von Selbstaufopferung. Also immer wieder dieses, die anderen zuerst. Ich brauche das nicht, ich muss das nicht. Ach, ist doch okay. Und immer dieses Kleinreden. Und dann dahingehend vielleicht dann aber auch so ein bisschen sehr unzufrieden zu sein, ein bisschen sehr, ist auch schön gesagt, aber sehr unzufrieden zu sein, vielleicht auch nur ein bisschen unzufrieden zu sein, zu nörgeln, zu jammern und gar nicht zu merken, dass man selbst zu kurz kommt und dann aber schlechte Laune hat, diese vielleicht an andere aussetzt. Und also wie ihr merkt, das hat führt einen riesen Rattenschwanz mit sich, wenn man sich nicht um sich kümmert. Und jetzt ist mal die Frage, ja, was können wir denn tun, nochmal eine andere Frage, warum Selbstfürsorge noch, also auch wichtig ist. Ja, also zum einen, jetzt haben wir diese Negativseite, man ist unzufrieden, man ist unerfüllt und ist vielleicht ein bisschen nörglich unterwegs und unzufrieden unterwegs und alles ist doof. Und die andere Seite ist, zum einen, steigert das auch dein Selbstwertgefühl, dein Selbstvertrauen. Du hast mehr Sinnhaftigkeit im Leben und ja, der Tag fühlt sich irgendwie schöner an, wenn man sich auch um sich kümmert. Und auf der anderen Seite ist es auch so, du kannst, also wenn es dir nicht gut geht, geht es ja auch den anderen nicht gut. Oder du kannst ja auch den anderen nicht helfen, wenn dein Akku leer ist oder wenn dein Glas leer ist. Also ja, aus dem leeren Glas kann man nicht trinken und aus dem leeren Glas kann auch niemand anderes trinken. Also es nützt niemandem was, wenn du dich immer selbst zurückstellst. Also wie füllst du dein Glas wieder auf? Indem du
deine Bedürfnisse erst einmal erkennst und sie vor allem dann berücksichtigt. Also erstmal erkennen, das ist schon manchmal gar nicht so einfach, vor allem wenn man sie jahrelang unterdrückt hat und zurückgestellt hat. Und was mir immer so geholfen hat, erstmal sich selber zu fragen, ja, worauf hätte ich denn jetzt Lust? Also jetzt in dem Moment, egal wo du gerade bist, ob du jetzt zu Hause bist oder wenn du auf Arbeit bist, vielleicht gerade eine Pause machst oder wie auch immer, wenn du gerade wirklich einen kurzen Moment für dich hast, worauf hätte ich jetzt Lust? Was ist gerade wirklich mein Bedürfnis? Egal, ob du jetzt wirklich Zeit hättest, dieses Bedürfnis umzusetzen oder nicht. Ja, aber dich immer wieder zu fragen, wie geht es mir gerade und was kann ich tun, damit es mir besser geht? Was bräuchte ich denn da? So, das ist eine ganz simple Einstiegsfrage. Und ja, mit der kannst du ja erstmal so ein bisschen schwanger gehen und ein bisschen schauen, was das so mit dir macht. Und vielleicht schreibst du dir ein paar Sachen auf, wenn es unterschiedliche Dinge sind. Vielleicht kommst du auch immer wieder auf das Gleiche hinaus und sagst, boah, ich habe immer wieder Lust zu lesen oder ich habe immer wieder Lust, mich mit Ernährung zu befassen oder was weiß ich. Dann noch eine andere richtig schöne Frage ist, was habe ich als Kind gerne gemacht? Ja, also womit habe ich mich als Kind viel beschäftigt? Oder auch, wenn ich mich mit etwas beschäftige, wo verfliegt quasi die Zeit? Aber also auf positive Weise, weil es so einen Spaß macht, da hineinzugehen und dies umzusetzen und dies zu tun, was auch immer das gerade ist. Ja, wo verfliegt quasi die Zeit wie im Flug? Ja, oder halt auch in Situationen, wo es dir gerade nicht so gut geht, dass du dich einfach fragst, was brauche ich gerade, damit es mir wieder besser geht, damit es mir gut geht. Ich stelle diese Frage tatsächlich häufig Kindern, also wenn sie irgendwie gerade traurig sind oder verzweifelt sind oder irgendwie Hilfe brauche ich sie, die brauchen Hilfe, aber sie können das nicht so ausdrücken, dann frage ich nochmal, okay, was brauchst du denn gerade? Und diese Frage können wir uns auch selber immer wieder stellen. Und vielleicht hast du ja schon Sachen, denen du immer nachgehst. Und vielleicht kannst du das ja einmal in die Kommentare schreiben. Was machst du gerne, um dein Glas wieder aufzufüllen? Also was sind so deine Bedürfnisse, die du dir selber gerne erfüllst und wo du Freude bei hast? Ja, und wenn du weißt, was du gerne machst, dann geht es jetzt darum, das auch umzusetzen. Also das ist so der zweitschwierigste Schritt. Also erstmal ist es schwer herauszufinden, was man möchte, und also für einige, und dann ist es auch schwer, das natürlich auch umzusetzen und sich und quasi für sich einzustehen. Und dabei hilft es ja schon mal, dass man sich einen festen Termin zum Beispiel sucht. Je nachdem, was du gerne machst, ob es jetzt ein fester Termin ist in der Woche oder im Monat oder am Tag, ein paar Minuten. Und ich weiß, jetzt kommt auch gleich so, ja, aber ich habe ja keine Zeit und ich habe zwei Kinder und einen Mann und einen Hund und eine Katze und einen Huhn, keine Ahnung. Und ja, das ist ja ganz häufig dieses, ja, ich habe ja keine Zeit. Ich habe keine Zeit, zum Sport zu gehen. Ich habe keine Zeit, jetzt zu kochen. Ich habe keine Zeit, das Buch zu lesen. Und ganz ehrlich, das ist totaler Quatsch, weil letzten Endes geht es nicht darum, wie viel Zeit du hast, sondern ob du die Zeit dafür nimmst. Und jeder hat ja gleich viel Zeit. Und natürlich ist es dann so, dass du, wenn du jetzt bis jetzt schon immer sehr ausgelastet warst, dein Tag, und glaubst, du hast keine 5 Minuten mehr für eine Meditation oder sonstiges, ist vielleicht nochmal zu gucken, okay, was kann vielleicht auch ein bisschen kürzer treten? Oder stehe ich einfach früher auf? Also bei mir ist zum Beispiel so, dass ich meistens eine halbe Stunde, bevor der Wecker klingelt, also eine halbe Stunde eher nochmal aufstehe. Einfach um mir Zeit für mich zu nehmen und das zu machen, wonach mir gerade ist, was mir gerade wichtig ist. Also so wirklich Quality Time nur für sich zu nutzen. Ja, das kann jetzt früh sein, das kann ja auch auf dem Abend sein. Man kann sich mit seinem Partner absprechen und auch das so formulieren. Mir ist es gerade wichtig, dass, ja, also immer Ich-Botschaften nehmen. Auch darauf aufpassen, nicht in diesen Vorwurf zu kommen. Ja, du hilfst mir nicht oder keine Ahnung, du machst immer das und jetzt habe ich ja nie Zeit für mich, weil du bist immer beim Sport und ich habe keine Zeit für Sport. Ja, also das ist dann wieder, damit riskiert man nur einen Streit, sondern wirklich sagen, mir ist es wichtig, am Montag, Mittwoch und Freitagabend nach der Arbeit erstmal eine halbe Stunde Yoga zu machen oder sonstiges, ja. Also wirklich kommuniziere das, was du möchtest. Das ist auch übrigens schon, dass man für sich einsteht und auf seine Bedürfnisse eingeht, das zu kommunizieren. Und dann finde Zeitfenster dafür, weil es gibt genug Zeit.
Definitiv. Weil dieser Glaubenssatz, ja, ich habe keine Zeit, den kannst du dir auch umwandeln. Du kannst dir auch sagen, ich entscheide selber über meine Zeit. Ich bin verantwortlich für mein Zeitmanagement. Ja, das bist du allein, niemand anderes. Also nimm dir die Zeit für dich, weil du bist wichtig und ja, du darfst es dir gut gehen lassen. Ich hatte zum Beispiel mal einen Kollegen, der hat auch zwei Kinder, mittlerweile drei, und er ist zum Beispiel auch immer eine halbe Stunde früher aufgestanden, bevor die Kinder aufstehen, und hat in der Zeit Zeitung gelesen, glaube ich, oder ein Buch gelesen. Auf jeden Fall auch gesagt, ey, ich bin hier Papa und ich habe einen Vollzeitjob und. Aber ich bin ja auch noch ein Mann und ich bin ja auch noch Mensch und ich möchte auch noch mal Zeit für mich haben. Also steht er noch mal eine halbe Stunde früher auf. Na, eine andere Freundin von mir hat gesagt, okay, ich habe jetzt gerade nur noch 3 Minuten Zeit. Oh, und in den 3 Minuten kann ich ja noch mal die eine Seite hier lesen, ja? Also ziemlich cool eigentlich, dass man, egal wie viel Zeit man hat, es gibt immer genug Zeit. Also das ist, oder jetzt einfach zu sagen, wenn das Kind schläft, schlafe ich mit, weil ich bin so müde und so K.O. Der Abwasch kann warten. Weil Schlaf ist unglaublich wichtig, ja. Übrigens, das ist vielleicht auch nochmal ein eigenes Thema. Schlaf ist so immens wichtig, so eine große Energiequelle und damit eigentlich die größte Energiequelle. Und wenn wir zu wenig geschlafen haben, ich glaube, Mamas kennen das gut, vor allem in der Anfangszeit. Ja, Schlafmangel ist auch eine Foltermethode. Und Schlaf ist unglaublich wichtig für unser Immunsystem, für unsere Energie, für unseren Energiehaushalt, für unsere Lebensfreude. Also dann leg dich hin und schlaf, wenn dein Kind auch schläft. Ist doch super. Ist doch total schön. Und wenn du jetzt immer noch diese Stimme im Kopf hast, ja, aber, dann überleg mal, was hält dich davon ab, dich an erster Stelle zu nehmen? Also welche Glaubenssätze stecken denn dahinter? Welche Überzeugungen hast du denn, dass du zum Beispiel, ah, ja, ich habe keine Zeit oder ich bin nicht so wichtig, alle anderen sind wichtiger, ich bin wertlos. Also was sind das für Glaubenssätze, die du hast? Und dann kannst du auch gerne, ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, wie man Glaubenssätze umwandeln kann. Guck da gerne mal rein. Ja, also schau mal, was ist bei dir vielleicht? Es ist auch spannend. Und auch das ist übrigens schon Selbstfürsorge, dass man sich mit sich auseinandersetzt. Was sind denn deine Glaubenssätze? Auch diese, schreib sie gerne in die Kommentare. Sind deine Überzeugungen, weswegen du glaubst, ja, du hast es vielleicht gar nicht verdient, jetzt dich um dich zu kümmern. Guck da gerne mal rein und also in dich hinein und dann schreibst du mal gerne in die Kommentare. Und ganz zum Abschluss habe ich jetzt noch eine kurze Geschichte für dich, die das Ganze noch mal ein bisschen untermauert und untermalt. Und ja, genau, die Geschichte heißt Der beharrliche Holzfäller aus dem Buch. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Ich glaube, ich habe schon mal daraus was vorgelesen. Verlinke ich euch auch gerne nochmal. Das sind ganz, ganz tolle ja, Kurzgeschichten. Es war einmal ein Holzfäller, der bei einer Holzgesellschaft um Arbeit vorsprach. Das Gehalt war in Ordnung, die Arbeitsbedingungen verlockend, also wollte der Holzfäller einen guten Eindruck hinterlassen. Am ersten Tag meldete er sich beim Vorarbeiter, der ihm eine Axt gab und ihm einen bestimmten Bereich im Wald zuwies. Begeistert machte sich der Holzfäller an die Arbeit. An einem einzigen Tag fällte er 18 Bäume. Herzlichen Glückwunsch, sagte der Vorarbeiter. Weiter so. Angestachelt von den Worten des Vorarbeiters beschloss der Holzfäller am nächsten Tag, das Ergebnis seiner Arbeit noch zu übertreffen. Also legte er sich in dieser Nacht früh ins Bett. Am nächsten Morgen stand er vor allen anderen auf und ging in den Wald. Trotz aller Anstrengungen gelang es ihm aber nicht mehr als 15 Bäume zu fällen. Ich muss müde sein, dachte er und beschloss, an diesem Tag gleich nach Sonnenuntergang schlafen zu gehen. Im Morgengrauen erwachte er mit dem festen Entschluss, heute seine Marke von 18 Bäumen zu übertreffen. Er schaffte noch nicht einmal die Hälfte. Am nächsten Tag waren es nur 7 Bäume und am übernächsten 5. Seinen letzten Tag verbrachte er fast vollständig damit, einen zweiten Baum zu fällen. In Sorge darüber, was wohl der Vorarbeiter dazu sagen würde, trat der Holzfäller vor ihn hin, erzählte, was passiert war und schwor Stein und Bein, dass er geschuftet hatte bis zum Umfallen. Der Vorarbeiter fragte ihn: Wann hast du denn deine Axt das letzte Mal geschärft? Die Axt schärfen? Dazu hatte ich keine Zeit. Ich war zu sehr damit beschäftigt, Bäume zu fällen. Genau. Und in diesem Sinne, überleg dir mal,
wie du deine Axt mal wieder schärfen kannst oder deine Axt einfach mal wieder zu schärfen. Ich wünsche dir alles Gute, einen schönen Tag, fühl dich verbunden. Bis bald, deine Anne.